Servus Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Der 46. Folge schon, Leute. Mann, die Zeit verrennt und vergeht. Wir sind erst Level 31 und haben schon 46 Folgen. Haben jetzt eine Spielzeit von... Lass uns mal schnell gucken. Wir speichern mal. Was haben wir denn hier jetzt? Überschreiben mal. Um die 40 Stunden, 39 Stunden. Ja, 39 Stunden. Heftig. Gut, Leute, jetzt will ich aber sagen, wie versprochen, gehen wir jetzt mal zu der Festung und schauen mal, ob wir hier die Vorräte verringern können. Dazu müssen wir einen Stadtschatz plündern, Kriegsvorräte vernichten und Soldaten der Athener töten. Okay, Leute, dann würde ich sagen, let's go. Ich hoffe mal, das ist die Quest. Verringern die Vorräte von Paros. Paros, wir müssen hier hin. Das ist Paros. Okay, dann lassen wir das. Dann gehen wir hier rüber. Wir gehen hier rüber. Hier können wir anlegen. Machen wir eine Schnellreise zu Adrastea und fahren darüber. Weil die andere Quest ist auch auf der Insel. Das passt dann genau. So. Okay. Mal auf hier. Snacken uns darüber. Bildhaus. Paros 29. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, ablegen. Bereit zum Aufbruch! Und? Was ist auf Naxos passiert? Hast du deine Mutter gefunden? Das habe ich, Barabbas. Wunderbar! Dann können wir uns jetzt zurücklehnen und entspannen. Aber nein. Es gibt einen Haken. Wir wissen, dass der Kult des Kosmos alles vergiftet, was er berührt. Dann segeln wir da jetzt als nächstes. Schön, dass du mitkommst. So, okay. Sonst hat niemand überlebt? Es gibt noch Gefangene. Ich war zu schwer verletzt, um nach Paros zurückzukehren. Was ist passiert? Wir kamen zu Friedensgesprächen. Es war ein Hinterhalt. Und der Flottenführer, Aeneas? Gefangen. Ich kläre das. Lass sie büßen. Okay, wir können jetzt eigentlich nur mal hier hochgehen. Ich denke mal auch da, schaut ganz aus, als wenn da die Festung wäre.
Ornias wird auf Paris gefangen gehalten. Er wird irgendwo im Zentrum, ja, das ist das Zentrum Elysions des Bildhauers festgehalten. Laut seinen Häschern sollte er zum befestigten Marmorsteinbruch gebracht werden. Okay, wir gehen mal hier hoch. Ich glaube, da könnten wir richtig sein. Na, wir haben schon wieder kein Adrenalin. Da ist Ineas. Er sieht gar nicht gut aus. Drei Befehlshaber, okay. Kriegsvorräte, Gefangenen, bla 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 bla, wie immer halt. Niemand bemerkt. Ja, ich komme gleich. Ich werde erstmal hier snacken. Was macht denn der? Ah, Papa ran hier. Kannst du nicht. Du bist ein zäher Hund, mein Freund. Ich wusste, sie würde mich nicht aufgeben. Schnell, verschwinden wir. Ja. Komm mal gleich. Ich verdanke dir mein Leben. So, können wir das hier noch manipulieren? Schöner, weißer, parischer Marmor. Mir fehlt das spartanische Rot. Na, ist das ein Riesending hier? Und wir dann da hinten irgendwie lang? Thank you.
Okay, die Gefangenen hätten wir. Irene wird das nicht gefallen. Du hast fehlgeschlagen, was? Oh nö, warum ist die fehlgeschlagen? Wappern hier. Schauen, warum wir jetzt mit Birine sprechen. Ah, dazu müsste ich mir erstmal hier den Aussichtspunkt holen. Ah, nervt es. Schön, hat ein paar. Mirine führte, dass die Förderung nicht gegen die von Fallen, aber Xander vertraut auf ihren Satz. Sprich mit Mirine. Okay, ich hole mir jetzt aber erst schnell diesen blöden Aussichtspunkt. Kann ja auch mal eine Quest fehlschlagen. Tempel der Athena. Dann ab zur Myrine. Wir bezahlen das Kopfgeld doch schnell. Okay. Ach, das mit den Fotos geht mir echt auf den Sack. Warum kann man das nicht permanent ausschalten? Ein bisschen Online-Modus ausstellen oder so.
Gut. Schau mal, was er mir erzählt. Worum geht es? Schiffe aus Paros blockieren den Hafenzugang. Verflucht seien Silanos und dieser Kult! Hören die denn nie auf, sich einzumischen? Ha! Sag, ich bin auf dem Weg. Eine Blockade? Ich entrichte keinen Tribut an Athen und Paros nutzt die Situation für seine Zwecke aus. So viel dazu, dass wir zuerst zuschlagen. Vielleicht könnte ich den Hafen mit meinem Schiff freikämpfen. Och nee. Nur allein gegen eine ganze Blockade? Ich sehe keinen anderen Weg. Zum Glück habe ich die beste Mannschaft in der Ägäis. Sei vorsichtig und komm zurück zu mir, Kind. Ich hasse die Seeschlachten. Okay. Wir müssen einmal zum Schiffsdock und unser Schiff holen. Weil das liegt nämlich noch drüben. Dann sind das noch große Kriegsschiffe, ich dreh durch. Oh, das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Wir müssen auf jeden Fall entern, wenn es geht. Weil dann glaube ich, wird ein bisschen mehr vom Schiff wiederhergestellt. Wir schauen nur noch mal schnell, ob wir was am Schiff noch verbessern können. Alles, was wir jetzt noch verbessern können, wäre hilfreich, aber ich glaube, wir haben einfach zu wenig Materialien. 355 Holz. 355 Holz. Wir könnten aber... ein bisschen was zerlegen. Das können wir nicht zerlegen. Okay, können wir hier noch was? Hier können wir doch einiges machen normalerweise. Knapp, dass wir die 355 kriegen. Okay, wir haben sie sogar bekommen. Sehr schön. So, Schiff. Wir wollten hier machen. Genau. Verbessern wir das nochmal. Dann haben wir 20% mehr Brandeffektivität. Und das bringt schon was. Okay, mehr können wir jetzt eh nicht gerade machen. Können wir hier noch was machen? Oh, 1090. Hier können wir auch nichts machen, hier auch nicht, hier auch nicht und hier sowieso nicht. Okay. So, okay, wir schauen uns mal nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, auf in unseren Tod. Wir brechen auf!
so viel Unbekanntes auf uns warten. Gleich schießt ihr hoch! Okay, haben wir noch ein Schiff. Das wird ja jetzt mal nicht mehr so schlimm sein. Schützen! Auf Position! Aber ganz rückwärts fahren. Sehr schön. Ging noch. Kehre zu Marie zurück. Reporten wir jetzt aber gleich. Ah, da.
Rühne ist da vorne, ja, dann fahren wir hin. Achso, hier kann man Aufträge annehmen. Der Hafen ist frei. Wir müssen weg hier, bevor die Verstärkung eintrifft. Wir sind fast soweit. Timo? Die Schiffe werden beladen. Sie erwarten eure Befehle. Cassandra, auf ein Wort. Wie du wünschst. Der Kult muss gestoppt werden. In Lakonien wird es gefährlich für uns werden. Das bin ich gewohnt. Wir beide. Hier weiß ich, wem ich trauen kann und wem nicht. Das dachte ich auch von Sparta. Doch die Nachricht über den König... Weiß Aspasia schon, welcher König mit dem Kult im Bunde ist? Soweit wir wissen, beide. Wir müssen Sparta von dieser Korruption befreien. Ganz egal wie. Immerhin stellen wir uns ihnen gemeinsam. Ja. Für alles, was diese Bastarde uns angetan haben. Und deinem Bruder. Wir finden ihn. Triff mich, wenn du bereit bist. Bin bereit. Können wir nun ablegen? Ich bin bereit. Dann überlasse ich es dir. Mit deinem Schild. Oder auf ihn. Jetzt erteilen wir dem Kult eine Lektion. Will ich doch hoffen. Schon wieder. Oh, ich habe doch gerade drei Schiffe zerstört. Das muss ich schon wieder zerstören. Ah, alles klar. Bridges. Warte mal. Die Leibwache des Armes wird von seiner Seite weichen. Status geschwächt. Okay. Na gut. Dann probieren wir es mal. Das wird richtig schwer jetzt, glaube ich. Gegen vier Schiffe, wie soll ich denn das machen? Wir kommen dem Treibgut näher!
Ja, so kleine Schiffe, ein großes. Ne? Schauen, dass wir die ein bisschen von der Seite ein bisschen kriegen. Schützen! Bereithalten! Feuer! Wir haben Treibgut entdeckt! Beide los! Bögen bereit!
schön. So, es ist der letzte. Jetzt das große Schiff. Letzte Bitch mal killen. Da ist auch schon der Kultist. Der muss ja den Tod noch bestätigen, oder? War doch hier irgendwo. Aufheben, aufheben. Okay, da muss ich anscheinend gar nicht bestätigen. Wir sollten abfallen, außer du willst einen Kampf provozieren. Okay. Oh, wir müssen Kopfgeld bezahlen, sehe ich gerade. Kopfgeld. So, haben wir jetzt die blöden Kultisten erledigt? Ich denke schon, oder? Was war denn das? Welcher Kultist? Stoße nach Argolis vor. Ja, okay, wir haben ein Fragment bekommen auf jeden Fall.
Das passt. Die schaffen die 34, die okay, das ging ja ganz easy. Man muss den Bus ein bisschen weghalten. Schaut richtig gut aus, das Schiff. Naxos scheint sicher zu sein. Wir haben für die Menschen hier sehr viel erreicht. Aber jetzt müssen wir diese Küste verlassen und den Kult zerschlagen. Die kommt nicht sie mit. Sind überall und nirgendwo. Sie haben unzählige Anhänger. Wo fangen wir an? Wir schlagen dem Biest die Köpfe ab, einen nach dem anderen, bis es blind und schutzlos ist. Sparta. Sparta? Ich habe noch Einfluss dort und Verbündete. Wir können uns zu Hause sammeln und es als abschreckendes Beispiel von ihrem Einfluss befreien.
Das wird sehr gefährlich. Sie haben Sparta fest im Griff. Wird es nicht Zeit, zurückzukehren? Gemeinsam. Ich muss nur vorher etwas erledigen. Sobald du bereit bist, segeln wir nach Lakonien. Lakonien? Du solltest vorher auch etwas erledigen. Was? Geh und finde deinen Vater. Wer ist er? Er ist schwer zu beschreiben. Er ist vieles. Doch du wirst erst wissen, wer er wirklich ist, wenn du vor ihm stehst. Du sagst es mir also nicht. Manches wird nur er dir sagen können. Ich hoffe, du verstehst es, wenn du ihn triffst. Was du suchst, findest du auf Terra. Ich gebe deinem Steuermann den Kurs. Wir sehen uns in Lakonien. Bis dahin. Möge Poseidon dich schützen. Pass auf dich auf. Terra. Mehrere Quests angenommen. Okay, dann schauen wir doch mal. Quest. Glück allein. Okay, hier haben wir eine Quest, verbessere den Speer, da können wir eh noch nichts machen. Und das andere ist eigentlich alles noch zu hoch. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Helm bekommen. Der 29er, der wird aber wahrscheinlich nicht besser sein. Ein bisschen besser, aber vom Schaden her, minimal vom Schaden weniger, aber von der Rüstung halt höher. Gesamtrüstungswert 18. Jo, der ist nicht schlecht. So. Fähigkeiten können wir eh nichts machen. So, wo ist denn das jetzt auf der Karte? Wahrscheinlich hier unten. Oh, oh, oh. Samus. Lakonien. Boah, da haben wir ganz schön Weg vor uns. Wir müssen direkt hier in die Bucht rein. Wie schaut es denn bei den Kultisten eigentlich aus? Können wir da noch irgendwas killen oder so? Der hier, wo ist denn der? 29 Details. Verfolgen. Schauen wir mal, wo der auf der Karte ist. Wo ist denn der auf der Karte? Der war hier oben irgendwo, glaube ich, oder? Jetzt Bock, ein paar Kultisten zu erledigen. Wo ist denn der? Ich hab gedacht, zeigt es uns an, wenn wir den verfolgen.
zu den Minen des Kenaturen. Minen des Kenatauren. Minen des Kenatauren. Okay, dann zeigt es mir hier nicht an. Na okay, dann würde ich sagen, segeln wir mal hierher. Sind nur bloß 9 Kilometer. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle aber einen Cut. Ich segel da schon mal hin und wir sehen uns in der nächsten Folge dann, wenn ich bei der Insel bin, würde ich sagen. Gut, bis dann wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, ciao, ciao. Euer Andi.